Einige standen schon vor ihr, wenige sind sogar schon mit ihr durch die Lüfte geflogen und viele haben sie schon über den Himmel rattern sehen. Und jetzt hat sie ein nagelneues Zuhause. Gekostet hat das rund 4,6 Millionen Euro. Knapp 80% davon kamen durch eine Förderung vom Land. Wir sprechen natürlich von der Ju-52. Das Flugzeug, das auch liebevoll Tante Ju genannt wird, durfte am Wochenende im Hugo-Junkers-Hangar am Mönchengladbacher Flughafen einziehen. Der ist benannt nach ihrem Erfinder, dem Gladbacher Flugpionier Hugo Junkers. Ja, das war ja schon auch im Vorfeld dieser Eröffnung zu spüren, dass ein sehr großes Interesse hier in der Bevölkerung, in Mönchengladbach, im Umland, aber auch weit darüber hinaus von vielen Menschen da war, die sich einfach für dieses Thema, für Hugo Junkers interessiert haben. Ja, also wir haben die ersten Pläne ja gesehen, wir waren ja von Anfang an mit involviert und Bauphase war ja auch sehr interessant, aber wenn man das ganze Objekt jetzt sieht, ist es doch wirklich sehr schön geworden und werthaltig. Knapp 18.000 Besucher waren am Sonntag beim Tag der offenen Tür dabei. Dort konnte man nicht nur ganz nah an die Tante Ju heran und sie sogar von innen bestaunen, sondern sie auch in Aktion erleben. Begleiter Patrick König sitzt bei der Tante Ju im Cockpit. Von dem schicken neuen Hangar ist zwar auch er begeistert, einen Kritikpunkt hat er dann aber doch. Man hätte ihn ein bisschen breiter machen können, dann würde das Flugzeug besser rein- und rauspassen, aber ist echt schön geworden, also ist doch beeindruckend. Also hätte ich nicht gedacht. Die Besucher müssen sich mit diesem Problemchen nicht rumschlagen und waren meist positiv überrascht. Der erste Eindruck heute ist genial und ich freue mich einfach, dass der Flughafen Mönchengladbach so eine tolle Aufwertung bekommen hat. Mein Vater hat die Ju geflogen mit Leidenschaft. Das ist sehr schön geworden, doch. Ich bin damit, finde das sehr schön und jetzt mit der Eröffnung auch noch das Rundum und alles. Wenn das Flugzeug aus den 30er Jahren nicht in der Luft unterwegs ist, wird es hier drin stehen. Der Hangar ist zugleich aber auch eine neue Event-Location für bis zu 1200 Personen. Außerdem kann man in einer Ausstellung einen Teil der weiteren Junkers-Werke sehen. Laut des Betreibers liegen für den Hangar schon viele Buchungen von nationalen und internationalen Interessenten vor. Es gibt keinen typischen Gast. Alle, die Lust haben, kommen hierher. Wir haben das Brautpaar, die hier einen Hochzeitsantrag machen. Wir haben die Hochzeit, wir haben den Geburtstag, wir haben eine Tagung, wir haben einen Kongress, wir haben eine Fahrzeugpräsentation, Sommerfeste, alles ist dabei. Der Hangar kann ab sofort jeden Sonntag besichtigt werden. Auch Rundflüge mit der Tante Ju sollen bald schon möglich sein.